Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir machen heute weiter mit Fahrzeuge reparieren. Fahrzeuge, apropos reparieren, wieso ist das alles noch heil kaputt? So gerade repariert. Ohne neu lackieren. Das geht nicht. Teuer. Ist repariert. Aber Anzeige steht an, ob er kaputt ist. Stimmt wegen Lack. Wenn ich vorne das Gewicht so anschaue, ja, wird Lack sein, ne? Aber das können wir uns nicht leisten, ne? Das ist ja so, ne? Das werden wir im nächsten Jahr machen, ne? Der lackiert schon dauernd die Fahrzeuge neu, ne? Macht doch kein Bauer. Nicht aufpacken. Und ein bisschen zurückfahren. So. So, jetzt zum BGH gehen. Wieder mal einsteigen, aussteigen. So, sollte eigentlich jetzt das Ding leer sein normalerweise. Also beziehungsweise, dass wir normalerweise jetzt auch kippen können. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Machen wir Außenansicht. Hm. 9000. Nicht fluchen. Ach, das ist der andere Teil. Okay. Dann nehmen wir den nächsten. Wo ich irrtümlicherweise Gerste ausgesät habe. Die Trottel. Sollte eigentlich Raps sein. Aber gut, was passiert. Vielleicht können wir auch im Frühjahr noch mal Raps aussehen. Ich weiß es nicht. Aber, ich glaube, war irgendwie nicht möglich. Beim Marsch auf Thüringen-Karte war es nicht möglich. Hauptseasons. Wohl aussehen an sich normalerweise kein Problem ist. Aber die Frage ist, wann es entsprechend dann blüht. Ne? Und entsprechend dann auch. Ja. Aber Unkraut wächst schon. Ne? Also, wenn nichts wächst, Unkraut wächst schon. So, wir müssen mal gucken auf der Karte, die Richtung passt. So, jetzt passt die Richtung. Denn so sieht man ja nichts. Früh um 7:45, dunkel, ne? Wird immer gesagt, Bär und, ne? Aber gut, dass wir keinen Regen haben, ne? Oder Schnee. Schnee ist eher der Wahrscheinlichkeit der Temperatur. So, wo ist jetzt der Übergang? Die Straße, die Brücke? Den Kram haben wir gefunden. Da hat noch ein Traktor. Naja, wir haben genug Arbeit, also so ist das nicht. Wir haben jetzt richtig Aufräumtag, ne? Oder Aufräumfolgen. Leider habe ich so viel nicht geschafft. So. Den können wir auch voll tanken. Ich weiß, den müssen sogar. Denn das ist sogar notwendig. War halt voll. Grunde wäre das nicht ganz so dramatisch. Aber irgendwann kommt ja die Meldung, muss, ne? Mal weiter auftanken, ne? So, jetzt geht's wieder Reparaturen und waschen. Mal uns kurz gucken. So. So, reparieren. Kostet ja kein Vermögen, ne? Aber lackieren ist schwer unbezahlbar. Oder? 11.000. Und da kannst du fast einen neuen Traktor kaufen. Naja, fast. Machen wir sauber. Muss ja auch mal sein, ne?
Wo kommt der ganze Dreck her? Das weiß ich gar nicht. Und wofür wir arbeiten? Siehste, sauber. Guck, da haben wir Wasser, fließend. Aber die Tiere müssen mit dem Wagen hingefahren werden. Also das ist für mich immer, naja, ich weiß nicht. Im Grunde hat jeder moderne Stall fließendes Wasser. Weil Wasser ist die Grundvoraussetzung für alles, ne? Kein Wasser, kein Leben. Zumindest eine örtliche Pumpe mit Brunnen, ne? Also. Da aber in der Nähe meistens alle mit Gülle und mit Dings verseucht ist, in Anführungszeichen, ne? Weil es ja nicht alles 100% dicht ist, sein kann oder ist, so. Ist eher so, dass es zentral Trinkwasser genommen wird. Ne? Ja, die Tiere sollen ja auch das beste Wasser kriegen, was wir haben, und das ist halt Trinkwasser. Ja, also, die sollen ja auch lange und leben und gesund sein. Bleiben vor allen Dingen. Und mit schmutzigem Wasser ist das nochmal nicht so ideal. Ne? So, jetzt fahre ich hier auch mal zum Hof. Ne? Noch ein Stückchen weiter. Lang genug hier vernachlässigt. So. Durst hat er auch. Und Durst habe ich auch gewählt. Ne? Also muss ich was zu trinken holen. Look, so. Der könnte theoretisch da hinten stehen, wo die das Annegret steht. Der nach Holland. Oder in einer anderen Halle halt, ne? Ja, wie einer sauber, ne? Wenn wir alle schön im Winter startklar machen für den Frühling. Und dann schauen wir gleich mal nach BGH. Ist mittlerweile schon wieder ein bisschen was leer weg sein, ne? Ja, ist auch sauber. Haben die da Förderband? Kalle eben dran? Noch keinen gesehen. Messer kann man nachbauen, also abbauen und wieder anbauen, ne? Neue. Mähtechnik ist eigentlich sofort zur Verfügung. Größere Geräte müssen natürlich bestellt werden. Ne? Wer welche haben möchte, der muss dann rechtzeitig bestellen. Also man kann nicht verlangen, heute Morgen ein Gerät zu haben, was nicht auf Lager ist. Ne? Da wird nichts. Denn wir produzieren nicht auf Vorrat, wir produzieren auch Bestellung. Bei den großen Geräten. Wie gesagt, Mewek und so, das ist ein bisschen anders. Da kann es sein, dass wir auch Vorrat haben. Zeta und so. So, überlegen. Wo haben wir noch einen Traktor? Achso, hier, die wollten in die BGA gehen. So, ansonsten haben wir hier nichts, ne? Das ist der Kalkstreuer. Da haben wir noch einen. Gut, hier fahren wir mal zum Schweine. Also ein Schweine BGH besuchen. Besuchen mal die BGH, ne? Ist halt immer dunkel. So, jetzt aber den Rest.
Und den Rest haben wir auch weg. Wir Förderband anschmeißen. So. Starten, das ist so ein Quatsch. So. Können wir die Ecke wegnehmen, ne? Jo, so was sieht's hier aus. Ja, viel fleißig rein. Hauptsache nicht länger jetzt rein, ne? Wäre ungünstig. So, jetzt können wir die Hopfen, den Hopfen, die Brauerei fahren. Dann haben wir schon ein bisschen Rübsch verkauft. Torstadel, glaube ich, ne? Nö. Dunkel ist nicht so gut. Dann fahren wir vorne raus. Geht hier hinten auch noch einen Weg lang, ne? Schleichweg. So. Dann fahren wir zum Hof, passt eh. Na, jetzt bin ich noch zu voll. Noch eine Runde mit nicht gefahren hier. Da ist doch die Öffnung. Miserables Licht. Man muss da vorne irgendwo sein. Da. Nee. Doch. Noch zu voll. Ich muss gleich eine Lampe aufbauen hier. Gibt's doch gar nicht. Gedacht. So. Jetzt haben wir hier Licht. So, Hopfen für die Brauerei. Dann wird er auch noch hinkriegen heute. Schweine haben versorgt, die haben das Futter gekriegt und Wasser. Ausgemistet habe ich auch. Zumindest in einem Stall. Anhänger noch kaufen, den großen hier für Transporte. Wahnsinn. So, hier quäpelt ein. Ja, Mist, müssen wir auch noch wegfahren. Leute, ist viel Arbeit hier. Ob ich das mit 3 Tagen bald bereue? Ich glaube schon. Ja. Wir können ja nicht auf ein Spiel, wenn hell ist, ne? Das ist ja das Gute bei. Wir müssen ja nicht hetzen. Was wir schaffen, schaffen wir. Und was nicht, das halt nicht, ne? Raps verkaufen wir noch nicht. Mais, Kartoffeln. Wollte die Dings haben. Karotte, Zwiebeln, wir haben nur so viele Sachen, die wir anbauen können, ne? Aber uns fehlt ja eigentlich schlichtweg die Fläche, ne? Den besten Hopfen, den wir jetzt haben, ne? Den Rest. Wenn der Hopfen alle ist, dann kommen wir kein Bier produzieren mehr, ne? Also ich kaufe jetzt keinen zu. Das heißt, also rein theoretisch, müssen wir im Frühjahr sehen, dass wir mindestens wieder einen fetten Hopfen machen. Vielleicht sogar 2. Mal sehen, wie lange das reicht, ne?
Auf zur Brauerei. Auf zur Straße, dann zur Brauerei. So, dritten, vierten Gang und sechsten Gang hoch und dann geht los. Dunkel ist es hier. Gasheckling, Kurbel. Hier kann man im Graben landen mit der wertvollen Fracht. Die Sonne geht auf. Ja, wir haben bald die ersten Kühe, ersten Kälber kommen. Aber Anfang sind kein Problem, kein Stress. Wir müssen ja nicht sofort umstellen, ne? Also so ein ja, normalerweise werden ja die Kälber nach den Kühen so schnell wie möglich getrennt. Und dann separat untergebracht, eigentlich ja in der Nähe der Kühe eigentlich normalerweise, also weil es auch warm ist, ne, besonders im Winter. Und die Tiere müssen ja besonders gewärmt werden, also das sollte man nicht so leichte Schulter nehmen. Bei denen reicht ja, eine kleine Erkältung aus, in Anführungszeichen, und die können ganz schnell einen Durchfall kriegen und dann kann das ganz schnell ein Ende gehen. Ne? Tiere sind schon sehr empfindlich, also Durchzug und so sollten wir vermeiden. Wie gesagt, die müssen so schnell wie möglich dran gewöhnt werden an ihre, dass sie halt, na, heute haben sie ja so eine Eier mit Sitzen, aber früher gab es ja sowas nicht. Also, das sind da entsprechend die Milch zu sich nehmen. Wenn Tiere das gelernt haben, dann ist das kein Problem. So, liebe Zuschauer, das war's auch für heute. Wir geben nur ganz kurz Kopf rein, ne? Und dann beenden wir heute die Folge. Und dann geht's weiter mit Wasser und mit, ja, schauen wir mal, ne? Ach, die Düngerdings will ja auch noch ein bisschen haben, ne? Die Düngerfutzis wollen ja auch noch was haben. Mist und Gülle und dann sehen wir weiter. So, liebe Schauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Ja, wir machen gleich weiter mit Wasser und dann geht das dann weiter mit, ja, später mit Holz, denke ich mal, ne? Denke ich mal. Jo, tschüss.